Herzlich willkommen bei Positives Denken in der Krise. In meinem letzten Video habe ich die Frage gestellt, woran eigentlich am Ende die meisten sterben werden. Ob es wirklich der Coronavirus sein wird oder eventuell auch die Spätfolgen durch zum Beispiel finanzielle Krisen oder auch durch die Einsamkeit, die viele Menschen erleben. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine wirklich starke Einsamkeit empfunden hast und vielleicht auch mal Selbstmordgedanken hattest. Es ist ein sehr sensibles Thema, worüber die meisten Menschen nicht reden. Ich bin beim letzten Mal darauf eingegangen, dass es entweder Menschen geben kann, die durch die finanzielle Krise jetzt Selbstmordgedanken bekommen oder auch durch die Einsamkeit. Selbstmordgedanken ist ein sehr sensibles Thema. Viele Menschen trauen sich nicht, darüber offen zu reden. Ich persönlich hatte in meiner Kindheit häufig das Gefühl von Einsamkeit. Ich hatte auch schon mit 10 Jahren meine ersten Selbstmordgedanken. Mittlerweile kann ich da offen drüber reden. Damals hätte ich kaum mit Personen darüber gesprochen. Und generell ist dieses Thema in der Gesellschaft sehr tabuisiert, aber vor allem ältere Menschen werden immer einsamer. Und ich weiß noch von damals, von meiner Zeit, für mich war so das Café nebenan der Rückzugsort, wo ich endlich mal unter Menschen kam. Wenn ich mir bedenke, dass auch jetzt selbst einsame Menschen nicht mehr die Möglichkeit haben, ins Café zu gehen, weil alle Cafés geschlossen haben, frage ich mich manchmal, was machen solche Menschen jetzt? Wo haben die Möglichkeit, unter andere Menschen zu kommen? Und das Schlimme an dieser Einsamkeit ist eben dieses Gefühl, dass niemand dort da ist, der einem zuhört. Es können schöne Gefühle sein, die man teilen möchte, oder auch negative. Wenn ich nach Hause komme, egal ob ich froh bin oder traurig, ist es doch das Schöne, nach Hause zu kommen und jemand anderem von meinem Glück oder auch von meinem Leid erzählen zu können, es zu teilen. Und ich frage mich, was diese Krise uns nun eigentlich bringen wird. Werden wir am Ende alle einen Hygienewahn bekommen? Oder wird es sogar vielleicht was Positives sein? Dass wir jetzt so sehr lernen müssen, leider, aufeinander zu verzichten, dass wir danach viel mehr Wert legen auf gemeinsam Zusammensein, auf Zärtlichkeit, auf Zuneigung, Wärme, dass wir das einfach viel mehr wertschätzen und dass wir das viel bewusster leben werden. Ich bin jetzt im Nachhinein eigentlich total glücklich, dass ich damals schon diese Erfahrung mit der Einsamkeit erlebt habe, denn dadurch konnte ich in meinem ganzen Leben mein Leben ganz anders ausrichten, ganz andere Prioritäten setzen. Und jetzt profitiere ich unglaublich davon. Denn jetzt habe ich viele Menschen um mich rum, habe keine Einsamkeit, weil ich eben vorsorgen konnte dazu. Ich kann viel Zeit in der Natur verbringen, kann viel alleine sein und das genieße ich gerade total. Ich kann viel online sein mit Menschen, ich kann online telefonieren mit Menschen aus der ganzen Welt, die ich kenne, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, wo ich vorher sonst im normalen Alltag kaum die Zeit zu habe. Aber dazu musste ich erstmal wieder lernen, alleine sein zu können. Und dann habe ich auch das Glück in dem Alleinsein gefunden. Aber der wichtige Unterschied ist Alleinsein und Einsamkeit. Jetzt bin ich gerne alleine, weil ich nicht mehr einsam bin. Früher habe ich das Alleinsein nicht ausgehalten, weil ich mich eben einsam gefühlt habe. Und heute möchte ich dir mitgeben, halte die Augen offen. Wenn dir im Moment Leute einfallen, wo du denkst, die könnten sich im Moment wirklich einsam fühlen, dann nimm dir die Zeit, dort einfach mal anzurufen. Wenn du im Bekanntenkreis spürst, dass es jemandem nicht gut geht, dass der eventuell auch Depressionen entwickelt, geh auf ihn zu. Und vor allem wichtig, was ich dir mitgeben möchte, wenn ein Mensch Suizidgedanken entwickelt und einen Selbstmord plant, ist die gefährlichste Phase eigentlich die letzte Phase. Wenn er alles geplant hat, wenn ihm ganz klar ist, wo er den Selbstmord begehen möchte, wie er das machen möchte, dann ist er so sicher, dass er nach außen schnell sehr fröhlich wirkt und entspannt. Und für Freunde ist das dann schnell der Trugschluss, dass wir dann denken, ach, dem geht's ja wieder gut, wir brauchen uns nicht mehr um ihn Sorgen machen. Doch gerade dann sollte man sich Sorgen machen. Und wenn du dir selbst vielleicht auch Gedanken darüber machst, dass du dich selbst zu einsam fühlst, dann suche auch du Unterstützung. Trau dich. Geh zu Freunden hin, sag, was wirklich mit dir los ist. Und du darfst auch mich gerne anrufen, denn mein Angebot steht immer noch.
Während der Corona-Krise ist mein Coaching kostenlos. Also halt den Kopf oben, schau dich um, was in deinem Bekanntenkreis passiert, ruf Menschen an, bleib in Kontakt mit Menschen und sei ganz ehrlich, wie du dich fühlst. Und wenn du die Zeit hast, geh einfach raus, genieß die Zeit, die du für dich haben kannst, die du hier mit der Natur verbringen kannst, mit dem tollen Sonnenschein. Genieße das Leben.